The horse. Lucas? I don't know. Oh no! The rats! Keep away from them! Alle reden über Cyberpunk, Assassin's Creed Odyssey und Call of Duty Black Ops 4. Dabei gab es auf der Gamescom noch so viel mehr Spiele, die es verdient hätten, dass über sie gesprochen wird. Wir rücken sie ins Rampenlicht und präsentieren euch 11 Spiele, von denen ihr vermutlich die wenigsten kennt, aber kennen solltet. Für ein Spiel, das zweimal die 11 im Namen trägt, kann es selbstverständlich keinen anderen Platz als diesen geben, weswegen wir unsere Top 10 ausnahmsweise zu einer Top 11 ausgebaut haben. 11-11 Memories Retold erzählt die Geschichte eines deutschen Soldaten und eines amerikanischen Fotografen, deren Schicksale sich während des Ersten Weltkriegs unauflöslich miteinander verbinden. Für den außergewöhnlichen Grafikstil, der aussieht wie ein animiertes Gemälde des Impressionismus, zeichnet das Filmstudio Aardman verantwortlich, die auch für Wallace und Gromit sowie Shaun das Schaf bekannt sind. In den Hauptrollen treten Frodo, Elijah Wood und der deutsche Schauspieler Sebastian Koch auf, der auch im Oscar-prämierten Film Das Leben der anderen mitspielte. Entweder er oder ich. The Missing ist das neue Spiel von Swery, dem Erfinder von Deadly Premonition, und wer dieses gespielt hat, der weiß, der Typ ist entweder genial oder hat mächtig einen an der Klatsche. Sein neues Spiel erinnert mit seiner Mischung aus Jump'n'Run, Rätseln und vielen, vielen Bildschirmtoden auf den ersten Blick an Limbo, nur dass die Bildschirmtode hier nicht durch Laden eines Spielstandes ungeschehen gemacht werden, sondern ihre Spuren hinterlassen. So ist die Hauptperson irgendwann nur noch als rollender Torso unterwegs und, also ehrlich gesagt, so hundertprozentig haben wir auch nicht verstanden, worum es in The Missing geht, aber umso gespannter sind wir, das herauszufinden. Boxing, Baseball, Football. Hier Kätzchen, Mietz, 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 Mietz. Black Sad Under the Skin präsentiert die altbekannte Fabel in modernem Gewand. In der Videospieladaption des gleichnamigen Comicstreifens von Juan Diaz Canales schlüpft ihr in die Haut von John Black Sad, einem kätzischen Ermittler im Trenchcoat. Im New York der 50er Jahre wird der Besitzer eines Boxclubs erhängt aufgefunden, während andere tierische Stadtbewohner als vermisst gemeldet werden. Black Sad ist das neue Adventure der Runaway-Macher Pendulo Studios. Die Fabel Noir erscheint 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch. Wenn Konami schon kein neues Castlevania entwickelt, dann muss eben Koji Igarashi ran, der jahrelang an der Serie mitgearbeitet hat. Der über Kickstarter finanzierte geistige Nachfolger Bloodstained Ritual of the Night wurde zwar immer wieder verschoben, neuerdings auf 2019, doch optisch und spielerisch merkt man, dass der 2,5D-Titel in erfahrenen Händen ist. In der Haut der Protagonistin Miriam hüpft und schlägt ihr euch durch verschlungene Labyrinthe voller Dämonen und schreitet durch neue Fähigkeiten immer weiter voran. Wollen wir mal hoffen, dass die langen Verzögerungen nicht auf ein ähnliches Schicksal wie das von Mighty No. 9 hindeuten. Das Spiel mit dem seltsamen Namen Trüberbrook wird entwickelt von der Firma von Jan Böhmermann. Und wer sich nun fragt, wie zum Geier das zusammenpasst, dem sei in Erinnerung gerufen, dass dieser bereits mit Game Royale eine überaus gelungene Hommage an Monkey Island und die klassische Adventure-Ära produzierte. Im Gegensatz zu diesem hat Trüberbrook aber nichts mit Böhmermanns TV-Show zu tun, sondern erzählt eine rätselhafte Mystery-Geschichte, die sich an Serien wie Twin Peaks und Akte X orientiert und in den 60er Jahren in dem titelgebenden fiktiven deutschen Provinzstädtchen spielt. Trüberbrook besticht vor allem durch seinen einzigartigen Grafikstil, für den die Hintergründe sämtlich im Miniaturformat wie Puppentheaterkulissen in filigraner Kleinstarbeit gebaut und abgefilmt wurden. Koop-Shooter liegen wieder im Trend. Gemeinsames Spiel mit drei Freunden trifft in Remnant from the Ashes auf Survival. In einer nicht näher definierten Zukunft steht die Menschheit am Abgrund. Bizarre Kreaturen aus einer anderen Dimension sind dabei, die letzten Überlebenden abzuschlachten. So viel zum Szenario. Spielerisch werdet ihr von Dimension zu Dimension reisen und mal auf Horden kleiner Gegner stoßen, mal riesige Titanen besiegen müssen. Unterwegs trefft ihr auf Händler, die ihr unbedingt beschützen solltet, damit sie euch bessere Waffen herstellen.
Denn ohne die werdet ihr gegen die immer größer werdenden Monster nicht ankommen. Apokalypse muss nicht immer nur grau in grau sein. Im Falle von Fate to Silence ist sie weiß in weiß. Oder anders gesagt, wow. Die verschneiten Berglandschaften des Survival-Spiels sehen wunderschön aus und sind doch hochgradig tödlich. Schuld daran ist eine Plage, die abscheuliche Monster hervorbringt und durch ihr ausgefallenes Design begeistert. Fate to Silence möchte sich aus der Masse aktueller Survival-Spiele vor allem durch einen starken Story-Fokus hervortun und ist schon seit einer Weile im Early Access spielbar. Wer sich aufgrund des angeblich so unverzeihlichen Permadeath-Schwierigkeitsgrads bislang davon abschrecken ließ, den können wir beruhigen. Wer in Fate to Silence stirbt, muss nicht komplett von vorne anfangen, sondern kann seinen bisherigen Fortschritt fast vollständig in den nächsten Versuch mitnehmen. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Melancholisch, dreckig und ekelerregend. So haben wir A Plague Tale: Innocence auf der Gamescom erlebt. Für den Ekel sorgen in dem mittelalterlichen Spiel gefräßige Ratten. Viele Ratten. Sehr viele Ratten. Drei Kinder versuchen in dieser Welt voller Tod und stinkender Leichen ihren Weg zu finden, ohne von den massenhaft auftauchenden Nagern überrannt zu werden. Euer einziger Verbündeter in diesem düsteren Abenteuer ist das Feuer, das euch das Ungeziefer vom Leib hält. Dabei geht das französische Studio Asobo einen ähnlichen Weg wie Ninja Theory mit Hellblade. Ohne enormes Budget entsteht hier ein vielversprechendes storybasiertes Spiel mit AAA-Grafik. Ein echter Geheimtipp. This way. Fans von H.P. Lovecraft kommen derzeit voll auf ihre Kosten. Während Call of Cthulhu schon Ende Oktober erscheint, steht mit The Sinking City das nächste Horrorspiel im Universum des Meisters der Horrorliteratur in den Startlöchern. Das Adventure versetzt euch in die Rolle von Ermittler Charles Winfield Reed, der die finsteren Geschehnisse in der Stadt Oakmont untersucht. The Sinking City spielt durch seine übernatürliche Komponente gezielt mit eurer Wahrnehmung. Der cineastische Trailer der Gamescom vermittelt bereits einen ziemlich guten Eindruck davon, wie stimmungsvoll der Titel werden dürfte. Wir geben zu, ein Spiel wie The Search 2 in die Rubrik Geheimtipp zu packen, ist durchaus grenzwertig. Doch fliegt das Souls-like-Action-RPG derzeit noch erstaunlich tief unter dem Radar, weswegen wir ihm eine Lanze brechen wollen. Die Frankfurter Entwickler von Deck 13 haben mit dem Vorgänger und dessen Vorläufer Lords of the Fallen viel Erfahrung gesammelt und lassen diese geballt in The Search 2 einfließen, um sich deren Kritikpunkte nicht erneut anhören zu müssen. The Search 2 sieht grafisch wunderschön aus und bietet vor allem beim Leveldesign deutlich mehr optische Abwechslung als sein Vorgänger. So stehen etwa die apokalyptischen Straßenschluchten im krassen Gegensatz zu der vermeintlichen Idylle des angrenzenden Zoos und heben sich damit deutlich von den immer gleichen Fabrikanlagen des ersten Teils ab. Unter Journalisten gab es dieses Jahr auf der Gamescom gefühlt nur ein Thema: Cyberpunk 2077. Doch wenn es ausnahmsweise mal nicht um das Überrollenspiel von CD Projekt ging, war die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass über Grease geredet wurde. Nachdem Devolver bereits auf der E3 mit dem durchgeknallten My Friend Pedro als Sieger der Herzen hervorging, kann der Indie-Publisher diesen Titel auf der Gamescom schon wieder für sich verbuchen. Spielerisch mag die Mischung aus Plattformer und Walking Simulator nicht sonderlich anspruchsvoll sein, doch die Verbindung aus traumhaft schön gezeichneter Grafik und stimmungsvoller Musik verzauberte sofort jeden, der damit in Kontakt kam. Grease erscheint im Dezember dieses Jahres, leider erstmal nur für PC und Switch.